Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich schalte mal ganz kurz das Bild an, weil ich mal den Ton abgleichen muss. Das kann ich immer nur machen, wenn man das Spiel beginnt. Und das geht hier sofort los, ohne irgendein Menü etc. Deswegen gucke ich jetzt mal. So, nein. Genau jetzt. Jetzt müsste der Ton hinhauen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Mini-Episode von To the Moon. Wir sind bei der Sigmund Corporation. Werfen die Tomaten oder was war das jetzt? Ja, es schneit. Erste von zwei Mini-Episoden. Von den Entwicklern angedacht sind, dass jede Episode ungefähr um die 20 Minuten dauern wird. Ich werde mal schauen, wie lange wir brauchen werden. Und dementsprechend werden das dann ein oder zwei Parts. So, wir sehen Neil in seinem Büro. Was hat er denn vor? Ist das da ein Fressnapf? Hat er sich ein kleines Tierchen besorgt, oder wie? Nein, er will einen Streich spielen. Okay, ein Wassereimer, der, wenn man die Tür öffnet, auf jemanden herunterfällt. Soll das Eva gelten? Hey, Eva! Komm mal in mein Büro, es gibt etwa... Neil, wo bist du? Das Meeting hat bereits vor einer Stunde angefangen. Was? Moment mal, heute ist gar kein Meeting. Ja, und ich bin nicht dämlich. ja, Entschuldigung. Zweimal am selben Tag. Wirklich? Außerdem ist das nicht ungefährlich. Was, wenn es mir auf den Kopf fällt, ohne vorher umzukippen? Aber dir war egal, dass es auf meinen fällt. Das ist was anderes. Du hast einen ziemlichen Dickkopf. Ich habe dich immerhin einmal erwischt. Entschuldige bitte, dass es so nett war, dir eine Chance auf Revanche zu geben. Aber im Ernst, komm mal vorbei. Es gibt da etwas, was ich dir zeigen möchte. Nur einen Augenblick noch. Möchtest du nicht unten bei der Party mal vorbeischauen? Vielleicht später. Bring mir einen Drink mit, falls du gehst. Tja, ich schätze mal, dass das jetzt auch unsere Aufgabe sein wird, mal unten bei der Party vorbeizuschauen. Büro von Dr. Lisa Vasquez. Büro von Dr. Eddie Doyle. Wer arbeitet denn hier alles so? Dr. WC. Dr. WC. Wenn das kein sympathischer Arzt ist. Gut, aber zu dem brauchen wir jetzt nicht. Dr. Tamer McMillan und Dr. Willis McMillan. Na, vermutlich zwei Eheleute, die hier arbeiten. Wen haben wir denn hier drüben noch? Büro von Eva, von Dr. Robert Lynn, Dr. Roxanne Winters und hier haben wir den Dr. Neil Watts, genau. Gibt es denn in unserem Büro was Interessantes zu sehen? Hier gibt es nichts. Mitten in unserem Büro haben wir große Rohre stehen. Sieht nicht so aus, als ob es hier was Interessantes gibt. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns nochmal nach unten zur Party. Ja, da ich auch nicht ganz weiß, wie lange die Mini-Episode jetzt, wie lange wir brauchen, werde ich jetzt auch hier mittendrin, falls es zwei Parts werden, keine Absprachen, keine Ansprache halten. Das wird dann einfach gecuttet. Was? Da fällt mir gerade ein, könntest du mir auch ein Stück Kuchen mitbringen? Woher weißt du, dass es Kuchen gibt? Es gibt immer Kuchen und ich will ihn haben. Nun gut, such dir eins von beidem aus. Ich bin nicht deine Kellnerin. Also, was von beiden möchtest du? Neil? Ich denke nach. Hör mal, ich muss weitermachen. Ich rufe dich später nochmal an. Ist das jetzt so eine schwere Entscheidung, ob er Kuchen oder einen Drink möchte? Oh, Dr. Roxanne Winters. Oh, hey Eva. Roxy, alles in Ordnung? Hm? Oh, naja, wir sind nach draußen gegangen, um etwas aus dem Wagen zu holen und... Naja, du kannst es dir ja vorstellen. Sie sind wieder da, hm? Nun, du weißt ja, wie es um diese Jahreszeit ist.
Hör mal, erzähl es nicht den anderen, okay? Ich möchte nicht, dass sie deswegen beunruhigt sind. Vielleicht hat sich das Problem zum Ende der Party ohnehin gelöst. Ich hoffe es. Komm, lass uns mal schauen, was die anderen gerade treiben. Okay, wir haben jetzt die Roxanne hier mit hinter uns. Von was reden denn die beiden? Von dem, was da gerade draußen passiert ist? Sah das nur so aus oder haben die irgendwie Tomaten auf die geworfen? Ja, übrigens, das hier ist eine Weihnachtsfeier. Diese Mini-Episoden sind jeweils zu Weihnachten erschienen. So als kleines gratis Weihnachtsgeschenk an die Spieler war das. So, wen haben wir denn hier? Hey Willis, ich glaube Logan flirtet mit deinem Mädel. Moment mal, was? Die geht nirgendwo hin. Och, ich weiß nicht, Willis. Logans Gesang ist engelsgleich. Ist er das? Ja, Willis habe ich gehört. Er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. Bin ich das? Nun, ich habe noch 3 Haarsträhnen auf meinem Kopf und jeder einzelne von ihnen ist bereit, sich mit ihm auf dem Parkplatz zu messen. Okay, das wird mir jetzt zu seltsam. Gott, gibt's hier etwa Krach oder war das so eine schatzhafte Konversation? Hey, Eva! Hey, wie lief denn euer letzter Auftrag? Ich habe gehört, es gab einige Schwierigkeiten. Eigentlich okay, es gab nur einige bürokratische Hürden. Aber ich möchte jetzt nicht an die Arbeit denken. Davon wartet später noch genug auf mich. Timer und ich diskutieren gerade über unsere Vorliebe für frühe Barockbilder. Sie sind alle herrlich. Ja, das sind sie. Und ich habe Skype nicht gemutet. Einen kleinen Moment bitte. Und es geht weiter. Nein, ich möchte... Ja, wo ist Neil? In seinem Büro. Ich weiß auch nicht, was er dort treibt. Wie üblich, verstehe. So, Timer noch was zu sagen? Eva, Liebes. Guten Tag, Timer. Du hast mir noch gar nicht auf meine E-Mail über meinen Neffen geantwortet. Dabei habe ich sogar ein Foto beigefügt. Danke, aber ich bin momentan nicht auf der Suche. Oh. Es ging wohl um eine Partnervermittlung quasi. Wegen Neil, nicht wahr? Was? Nein. Ich vermische ungern berufliche und private Angelegenheiten. Wow, ein Grund mehr, warum mein Neffe perfekt für dich wäre. Ihr zwei werdet so glücklich sein. Die will so unbedingt drauf anlegen, dass wir den Neffen kennenlernen. Dr. Eddie Doyle. Weißt du, was mich stört, Lisa? Wir können Erinnerungen ändern, aber ich schaffe es nicht, mein Haar so üppig wie Logans oder so seidig wie deins zu gestalten. Ja, Dr. Lisa Vasquez? Ja, eine Tragödie. Schöner Hut. Okay, die haben also alle ihre eigenen Probleme. Mal schauen, ob wir... Was war denn dein Problem? Willst du uns ein bisschen mehr erzählen, Roxanne? Ich weiß, es ist schwer, nicht drüber nachzudenken, aber sich Sorgen zu machen ändert auch nichts. Ich weiß, aber... Was hat sich deine letzte Patientin gewünscht? Oh, naja, sie wollte die Welt bereisen. Und hat sie das? Ja, wir waren an so vielen Orten. Es waren sogar einige dabei, die ich noch nie besucht habe. Sie war überglücklich. Klingt, als wäre sie dir für deine Arbeit sehr dankbar gewesen. Du hast vielen Leuten geholfen, Roxy. Und ich bin mir sicher, wenn sie zu dir sprechen könnten, würden sie dir genau das mitteilen. Was da draußen vor sich geht, ändert nichts daran. Mag sein. Kann sein, dass das vielleicht ein paar Gegner dieser ganzen Organisation sind, die sich da draußen so ein bisschen breit gemacht haben. Die das Ganze hier nicht so unterstützen. Ich fühle mich wirklich besser, wenn ich daran denke. Danke, Eva. Es ist Weihnachtszeit. Lass dir nicht die Stimmung verderben. Ja, also sieht wahrscheinlich ganz so aus, als ob ein paar aus irgendeinem Grund nicht ganz so einverstanden sind mit dem, was wir so machen. Aber wir doch eigentlich die Menschen nur... Klar, manipulieren wir die Menschen ja auch ein bisschen, aber irgendwo erfüllen wir da ja doch dann den ihren Wunsch. So, können wir jetzt hier irgendwie was für Neil mitnehmen oder... Was ist jetzt unsere Aufgabe? Ansonsten haben wir jetzt mit allen gequatscht hier. Können wir dann wieder abhauen? Können wir vielleicht wieder zu Neil hochgehen?
Er hat uns ja nicht angerufen, also wissen wir auch nicht, was wir ihm mitbringen sollen. Wie gesagt, wir sind ja nicht seine Kellnerin. Neil? Es ist besetzt. Puh. Ist der in seinem Büro oder ist verschlossen? Oder ist er jetzt bei uns drin? Nee, auch nicht. Wo ist der denn jetzt hin? Müssen wir den jetzt suchen? Hier hinten waren wir noch nicht, ne? Wer ist denn hier? Büro von Dr. Logan Boswell. Auch verschlossen. Sind alle Büros verschlossen? Oder sitzt der auf dem Klo? Weil... Nein, da kommt er doch. Netter Versuch, aber diesmal gibt es keinen Wassereimer. Alles in Ordnung? Du wirktest abgelenkt. Was? Ja, alles okay. Mir geht es gut. Egal, ich bin fast fertig. Ich rufe dich durch, wenn es weit ist, Eva. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Was hat Neil denn vor? Müsst ihr so Geheimniskrämerei hier machen? Geduld ist eine Tugend, Eva. Okay, wir sollen warten. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwie jetzt noch so lange beschäftigen, wie Neil da herumbastelt an was auch immer. So, schauen wir mal wieder bei der Party vorbei. Vielleicht hat sich da ja jetzt mittlerweile was getan. Sieht aber nicht so aus. Falls du deine Meinung zu meinem Neffen ändern solltest, sag mir einfach Bescheid, Liebes. Er ist ein guter Fang. Ist da Alkohol drin? Keine Ahnung. Ich schätze mal schon. Entspann dich etwas, Eva. Du hast es dir verdient. Ich liebe das Geräusch von knirschendem Schnee unter den Füßen. Das ist wie Luftpolsterfolie für die Stiefel. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder richtig schneit. Boah, der Winter ist doch bei uns. Na gut, wir haben schon mit... Oh. Wir haben mittlerweile schon Juni. Zu sagen, der Winter ist gerade erst vorbei, ist ein bisschen falsch, aber... Jetzt fängt der Sommer erstmal richtig an. Ich will jetzt noch keinen Schnee. Dr. Robert Lynn. Geht's nicht nach draußen, Eva? Ich weiß, Roxy hat es mir bereits erzählt. Diese aufdringlichen Nervensägen. Sieht so aus, als wollen sie noch eine Weile bleiben. Okay. Oh, Neil ruft vermutlich an. Ja? Es ist soweit, Eva. Komm vorbei, sobald du kannst. Okay. Quatschen wir nochmal kurz den Dr. Robert Lynn an. Erzähl den anderen nichts, Eva. Vielleicht verschwinden sie von alleine. Ja, wollen wir es hoffen. Okay. Also, auch hier gibt's nichts Neues für uns. Neil hat immer noch nicht gesagt, was er denn möchte, also können wir ihm nichts mitbringen. Stürmen wir mal wieder nach oben in sein Büro. Und schauen uns mal an, was er da so gebastelt oder herausgefunden hat. Wir sind auch schon wieder 13 Minuten im Spiel. Allzu lange wird das, schätze ich mal, auch gar nicht mehr gehen. Ist ja, wie gesagt, nur eine kleine Weihnachtsgeschenks-Episode hier. Gibt dann noch eine zweite. Macht die Tür zu. Warum? Weil dieser Computer eigentlich zum Arbeiten gedacht ist, wie du dich vielleicht erinnerst. Wenn Rob das sieht, wird er wieder sagen, na, mal wieder am Faulenzen, Neil. Mi. Ach, mach doch die Tür einfach zu. Was ist das? Hier, setz dich. Der Origami-Hase. Kommen da Erinnerungen auf? Bitte sag mir, dass du das selber gefaltet hast. Beruhig dich, da waren hunderte davon. Außerdem, es ist ja nicht so, als ob Lilly und ihre Kinder sie noch brauchen würden. Und was willst du damit? Deine Erinnerung auf Trab bringen, zum Beispiel. Jetzt startet das Programm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ach komm schon, es war viel Arbeit, das zu erstellen. Okay, ein Programm, was unsere Erinnerungen wieder auf Trab bringen soll. To the Moon, a game by Neil Watts. Spielen wir jetzt ein Spiel im Spiel, oder wie? Was? Tada! Das ist total respektlos.
Hey, hab dich nicht so. Videospiele sind eine Kunstform. Diese Sätze dazu gibt's doch schon seit Jahrzehnten. Ja, aber wenn das hier bekannt wird, werden sie vielleicht wieder einkassiert. Du kannst mich nicht beleidigen, Eva. Du hast es ja noch nicht mal gespielt. Komm schon, probier's mal aus. Bin ja gespannt, was der Neil da so zusammengeschustert hat. Okay, schätze mal, da sind wir und wir haben 4 Leben. Ist das dann schon? Der Regenschirm. Wir erinnern uns, der Regenschirm war das allererste Memento, was wir gesammelt haben. Okay. Konnten jetzt die Barrikade mit dem Regenschirm öffnen, aber an das Schnabeltier da hinten kommen wir nicht heran. Und wir sehen im Hintergrund so gepixelt die Landschaft. Das hier ist gerade der Leuchtturm, wie es aussieht, genau. Die Tür geht auf. Und wir kommen erstmal weiter. Was ist das denn da? Oder wer? Sieht aus wie ein Feind, der bewegt sich so komisch. Ist das Eva? Kommt sie bekannt vor? Ich schätze einfach mal, dass wir uns davon nicht treffen dürfen lassen. So, kein Problem. Das sind bestimmt 11 Ups, aber bringt uns ja jetzt nichts. Der blaue Origami-Hase, der da oben wieder irgendwelche Lücken öffnet. Hier unten scheint es nirgends hinzugehen. Ja, hier können wir jetzt bloß hoch. Müssen warten. Okay. Kleines Geschicklichkeitsspiel, wie es hier aussieht. Okay. So, sind durch, wunderbar. Haben uns nicht erwischen lassen. Den blauen Origami-Hasen können wir hier abgeben, um das Weiterkommen zu aktivieren quasi. Ist auch eine schöne Idee, die Geschichte quasi nochmal so. Oh, das war knapp. Ah, die sind dann sowieso abgebogen. Okay, so nochmal. Ja, oh, der kommt hier runter. Revue passieren zu lassen. Finde ich schön, gefällt mir. Ist eine kleine, nette Spielerei, nichts Großes, aber sollte es ja auch nicht werden. Oh, die von Neil geliebten Oliven. Dann würde er sich jetzt aber freuen. Ich glaube, das hier im Hintergrund ist die Bar, oder? Hier sind so zwei Stühle, das in der Mitte ist der Tisch. Das wird vermutlich die Bar sein, wo wir uns mal getroffen. Aua! Oh, jetzt haben wir ein Leben verloren. Kommen wir hier irgendwie durch, ja. Okay, das Leben holen wir uns mal fix wieder. Okay, was wird das? Wir spielen quasi ein bisschen diese ganze Geschichte mehr oder weniger nochmal nach. Okay. Nein, au. Da war ich zu langsam, au. Zwei Leben verloren. Nicht gut. So schnell hier durch, das Leben holen wir uns wieder und geben die Oliven ab an River, die uns dieses Tor hier öffnet. Ja, also nichts Großes, was uns erwartet, aber ist doch schön. Auch nochmal eine schöne Version des Theme-Songs im Hintergrund. Oder? Ne, das ist ein ganz anderer Song, ein gänzlich anderes Lied. Was haben wir denn da gerade Weißes eingesammelt? Oh, das war knapp. Au, da war ich zu langsam. Shit. Gibt's mal irgendwo Leben? Wir haben bloß noch 2. Ich bin eigentlich nicht so. Au. Oh, der, der sowas hier kann, bloß noch ein Leben, ey, shit. Nicht so cool. Gibt's hier oben Leben? Ah, Gott sei Dank. Haben wir wenigstens eins wieder dabei. Können ihm dieses etwas, wo ich gerade nicht weiß, was es war, abgeben. Dr. Willis McMillan. Hey, solche Spiele habe ich in deinem Alter auch gemacht. Was zum. Wie niedlich. Der fliegende Kopf. Sollst du das sein, Neil? Wie lange steht ihr schon hier? Mal wieder am Faulenzen, was?
Mann, ich wusste doch, dass er das sagen würde. Raus aus meinem Büro, Leute. Das ist mein privater Bereich. Ich habe gesagt, mach die Tür zu. Kusch! Na, wir wollen das nun auch noch hier fertig spielen, das Ganze. Siehst du, Eva? Genau das passiert, wenn man die Tür offen lässt. Ich glaube, ich gehe mir etwas die Beine vertreten. Mir ist gerade aufgefallen, dass du meinen Trink vergessen hast. Ja, du hast dich ja nicht gemeldet, was du nun wolltest, Neil. Spiel so lange ruhig weiter. Das machen wir. So, 2 Leben haben wir. Okay. Ich glaube, hier fehlt uns was. Deswegen hat sich da nichts aktivieren können. Genau, wir müssen runter. Oh. Hier können wir uns was holen. Das Buch von River, wie es scheint. Das Leben nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber hier bringt uns das Buch überall nicht weiter. Okay, sehr schön. Oh. Das hat jetzt eigentlich auch überhaupt keinen Sinn gemacht, da durchzugehen. Ich habe das miese Gefühl, oh Gott sei Dank, ich bin irgendwie durchgekommen. Ich weiß selbst nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Schnell das... Wow! Schnell das Leben wiederholen. Und ab nach oben. Das Buch abgeben. Dafür öffnet sich hier oben. Das Leben nehmen wir uns auch noch mit. Und zu dem nächsten Level. Das war jetzt gerade das Kino, wie es aussah. Ist das jetzt... Oh, ein gratis Leben quasi. Ist das jetzt hier... Was ist das denn? Ja, das ist das... Muss ich mir das jetzt merken? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ne, das hat er mir gemacht. Okay. Ja, das Weg-im-Maul-Spiel vom Jahrmarkt war das jetzt quasi. Okay, wir kriegen von dir das Schnabeltier. Was uns das hier öffnet. Und das hier öffnet. Und das hier öffnet. Und hier ist diese Bank, wo wir uns zusammen das erste Mal mit River getroffen haben. Und in den Sternenhimmel geblickt haben. Und hier oben sind wir am Mond. Geben das Schnabeltier, wie es ja auch in der Geschichte war, an River. Sind im nächsten Level. Okay, was stellt das jetzt dar? Bosskampf oder wie? Oh. Kann ich weg? Ich kann nicht weg. Das wird Eva wohl zu blöd. Fuck das shit quasi. Hey Eva, was? Okay, Eva ist abgehauen. Können wir hier jetzt... Ne, können wir nicht weitermachen. Schon mal in ihr Büro. Ist auch nicht. Wo ist Eva hin? Etwa nach unten? Zufällig zur Party, schauen wir mal vorbei. So. Eva da? Nein. Psst, Neil. Okay, Roxanne mischt was von uns. Suchst du nach Eva? Ja, woher weißt du das? Ich habe sie vorhin auf dem Gang gesehen und sie sah verärgert aus. Moment mal, wieso soll das meine Schuld sein? Nun ja, wenn ich mir dein Gesicht so anschaue, ich würde mich auch aufregen, wenn du mein Partner wärst. Aber das ist natürlich nett gemeint. Was soll das denn bitteschön? Was soll denn daran bitteschön nett sein? Wie auch immer, danke für die Info. Ich schaue oben mal nach. Wir waren doch gerade oben. Wahrscheinlich war Eva jetzt ein bisschen angepisst, dass sie auch quasi nicht nur die einzelnen Gegner war, sondern... Nun auch noch der Endboss in groß und grässlich.
Okay, wo sind wir denn jetzt? Da steht sie doch. Hey! Du hast das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ich habe bereits genug davon. Bist du etwa wegen der Zombie war's? Ach, die Zombie war's, genau. Verärgert? Du hast sie selbst erschaffen, weißt du nicht mehr? Ach Mensch, es war eindeutig ein Scherz. Ich würde ja fragen, seit wann du so verkrampft bist, aber... Na, du weißt schon. Komm her, Neil. Willst du mich schlagen? Ich habe Karakwon Chun trainiert, weißt du? Glaub mir, meine Hände sind blitzschnell. Nicht mal ich selbst kann mich im Zaum halten. Ich glaube nicht, dass ich ihn hier schlagen möchte. Wahnsinn. So viele waren es noch nie, was? Roxy sagte, seit heute Morgen kommen immer wieder neue dazu. Die legen sich ziemlich ins Zeug dafür, dass sie nicht bezahlt werden. Als ich mir diesen Job ausgesucht habe, dachte ich eigentlich, er wäre gut angesehen, Träume erfüllen und so weiter. Aber nur die Toten würden uns danken und nur die Sterbenden stehen auf unserer Seite. Vielleicht gefällt dir nicht, wie ich arbeite, aber ich tue es zum Wohle der Patienten. Und öfter, als mir lieb ist, zu deinem, damit du nicht gefeuert wirst. Ja, das machst du gut. Ist eine beeindruckende Leistung. Meinst du, sie haben recht? Hm? All die Leute dort draußen, sie kämpfen dort für das, was sie für richtig halten. Puh, das will ich doch nicht hoffen. Aber hey, jeder glaubt an etwas. Sie sind viele, aber vergiss nicht, dass auch viele Leute auf unserer Seite stehen. Erinnerst du dich an Lilly? Sie sind nicht so lautstark, weil zufriedene Menschen es selten für nötig halten, ihre Meinung kundzutun. Aber wir sollten daran denken, dass es sie gibt und uns an jeden Patienten erinnern, den wir besucht haben. Und uns daran erinnern, wie hart wir gearbeitet haben und wie sie die Welt lächelnd statt unglücklich verlassen haben. Manchmal reicht es dieser kurze Moment geteilten Glücks, um zu wissen, unsere Arbeit war es wert. Bist du betrunken, Neil? Hey, ich wiederhole hier nur den Mist, den Rob immer von sich gibt. Alles in Ordnung. Aber wenn du mich fragst, ob unsere Arbeit eine Bedeutung hat? Ich denke schon. Und wenn es nur für den kurzen Augenblick ist, bevor sie von uns gehen. Reicht dir das? Manchmal bin ich mir nicht so sicher. Wie sieht es denn mit dir aus? Bist du wirklich glücklich mit deiner Arbeit? Hey, ich bin einfach glücklich, dass wir einen Haufen Kohle machen. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Geld. Beim Einkaufen sage ich immer, klar habe ich 10 Cent für eine Tüte. Ach was, hier sind 20 Cent. So bin ich halt. Weißt du, das Spiel, das du gemacht hast, es war nicht nur mies. Ich höre. Ich meine, die Grafik war veraltet und das Gameplay ziemlich schwach, aber, ich bin überrascht, dass du dich so genau an den Fall mit Johnny und River erinnerst. Sorry wegen der Zombie war's. Du hättest wirklich bis zum Ende spielen sollen. All die Zombie war's tun sich zusammen und retten als Helden den Tag. Wirklich? Klar doch, außerdem gibt es noch Feuerwerk und Cheerleading, während alle Johnnies und Rivers deinen Namen rufen. Vielleicht sollte ich es wirklich zu Ende spielen. Ich glaube, irgendwie Neil lügt. Das klingt ein bisschen sehr unrealistisch. Halt, halt, nicht so ungeduldig. Das Spiel läuft dir nicht davon. Du kannst es auch noch in, lieber 2 Wochen spielen. Oder muss es noch so umprogrammieren, dass es dann auch so kommt? Hallo? Danke für das Angebot, aber wir brauchen im Moment keinen Premium-Schneeräum-Service. Du solltest deine Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Das hält dir die meisten Vertreter vom Leib. War nur ein Witz. Wir werden seinen Patienten in kritischen Zustand berufen. Moment mal, was? Verstehe, wir sind sofort da. Meinst du das ernst?
Ja, komm, wir müssen los. Aber sowas macht man keine Witze. Du meinst es also wirklich ernst? Neil? Da stehen sie, die Protestanten. Und das war dann auch schon Mini-Episode Nummer 1. Ich bin gespannt, ob die in Episode 2 das Ganze, die Geschichte jetzt noch weiter spinnen mit den Protestanten oder ob da etwas ganz Neues auf uns wartet. Ich würde sagen, das finden wir gemeinsam raus. Wir sind ja jetzt doch knapp über eine halbe Stunde dauert das Ganze jetzt. Mal schauen, ob ich das schneide oder insgesamt hochlade. Aber ich denke, das kann ich, die Mini-Episode, mit einem Ruck hochladen. Das brauche ich jetzt nicht auseinander knödeln. Das geht schon so. Ja. Auch eine Produktion von Freebird Games. Ja, Bonustrack dieser Episode, Mini-Episode, kostenlos herunterladen. Googeln Sie nach A Bird Story Original Soundtrack. Wer also an dem Soundtrack interessiert ist, darf das gerne tun. Apropos A Bird Story, das ist ja sowas wie der Nachfolger von To The Moon. Ich denke, das werde ich mir dann auch noch als Let's Play antun, nach der zweiten Minisode. Aber zuerst schauen wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.